Video Nummer 3. Markierungen auf dem Weg des gerechten Friedens. Abschnitt 21. Gerechter Frieden und Konflikttransformation. Konflikttransformation ist ein wesentlicher Bestandteil des Friedensschaffens. Der Transformationsprozess beginnt damit, Gewalt zu demaskieren und verdeckte Konflikte offenzulegen, um deren Auswirkungen für die Opfer und die Gemeinschaften sichtbar zu machen. Konflikttransformation hat das Ziel, die Gegner dazu herauszufordern, ihre widerstreitenden Interessen auf das Gemeinwohl hin auszurichten. Unter Umständen muss sie einen künstlichen Frieden stören, strukturelle Gewalt bloßlegen oder nach Wegen suchen, wie Beziehungen ohne Aufrechnung wiederhergestellt werden können. Es gehört zur Berufung der Kirchen und Religionsgemeinschaften, die Opfer von Gewalt zu begleiten und für sie einzutreten. Das schließt auch ein, zivilgesellschaftliche Mechanismen zur Bewältigung von Konflikten zu stärken und Behörden sowie andere Täter zur Rechenschaft zu ziehen, selbst Täter aus kirchlichen Gemeinschaften. Den grundlegenden Rahmen für all diese Bemühungen bildet die Herrschaft des Rechts. Abschnitt 22. Gerechter Friede und die Anwendung von Waffengewalt. Es wird jedoch Zeiten geben, in denen unser Engagement für den gerechten Frieden auf die Probe gestellt wird. Denn wir streben nach Frieden inmitten von Gewalt und angesichts der Drohung von gewaltsamen Konflikten. Es gibt Extremsituationen, in denen der rechtmäßige Einsatz von Waffengewalt als letzter Ausweg und kleineres Übel notwendig werden kann, um gefährdete Bevölkerungsgruppen zu schützen, die unmittelbaren tödlichen Gefahren ausgesetzt sind. Doch selbst dann sehen wir den Einsatz von Waffengewalt in Konfliktsituationen sowohl als Zeichen schwerwiegenden Versagens wie auch als zusätzliches Hindernis auf dem Weg zu einem gerechten Frieden an. Abschnitt 23. Während wir die völkerrechtlich begründete Autorität der Vereinten Nationen anerkennen, auf Gefährdungen des Weltfriedens im Geist und nach dem Wortlaut der Charta der Vereinten Nationen zu reagieren, einschließlich der Anwendung militärischer Gewalt innerhalb der Grenzen des Völkerrechts, fühlen wir uns als Christinnen und Christen verpflichtet, darüber hinauszugehen und jede theologische oder andere Rechtfertigung des Einsatzes militärischer Gewalt in Frage zu stellen und die Berufung auf das Konzept eines gerechten Krieges und dessen übliche Anwendung als obsolet zu erachten. Abschnitt 24. Wir sind uns des moralischen Dilemmas bewusst, das diesen Aussagen innewohnt. Das Dilemma lässt sich teilweise lösen unter der Voraussetzung, dass die Kriterien, die in der Tradition des gerechten Krieges entwickelt worden sind, weiterhin als Rahmen für eine Ethik des rechtmäßigen Einsatzes von Gewalt dienen können. Diese Ethik würde es zum Beispiel erlauben, sich ernsthaft einzulassen auf das Konzept des Just Policing, auf die Entstehung einer neuen völkerrechtlichen Norm zur Schutzpflicht und die vertrauensvolle Anwendung der in der UN-Charta verankerten friedensstiftenden Mechanismen. Kriegsdienstverweigerung, also die Weigerung, Militärdienst zu leisten, sollte als Menschenrecht anerkannt werden. Vieles andere, was im Widerspruch zu Frieden und zur internationalen Rechtsordnung steht, muss kategorisch und endgültig abgelehnt werden. Beginnend mit dem Besitz und dem Einsatz jeglicher Massenvernichtungswaffen. Unser gemeinsames Leben drängt zur Konvergenz von Denken, Handeln und Recht auf das Ziel, Frieden zu stiften und aufzubauen. Als Christinnen und Christen verpflichten wir uns daher,
zu einem umgewandelten ethischen Diskurs, der die Gemeinschaft in der Praxis gewaltloser Konflikttransformation anleitet und die Voraussetzungen schafft für Fortschritte auf dem Weg zum Frieden. Abschnitt 25. Gerechter Friede und Menschenwürde. Die Bibel lehrt uns, dass die Menschen als Ebenbild Gottes geschaffen und mit Würde und Rechten ausgestattet sind. Die Anerkennung dieser Würde und dieser Rechte ist von zentraler Bedeutung für unser Verständnis des gerechten Friedens. Wir bekräftigen, dass die universellen Menschenrechte ein unverzichtbares internationales Rechtsinstrument für den Schutz der Menschenwürde sind. Deshalb machen wir die Staaten verantwortlich für die Gewährleistung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen und politischen sowie der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Allerdings beobachten wir, dass der Missbrauch von Menschenrechten in Krieg und Frieden in vielen Gesellschaften allgegenwärtig ist und dass diejenigen, die zur Rechenschaft gezogen werden sollten, straffrei ausgehen. Weltweit gibt es den Aufruf, für die Menschenrechte und gegen Straffreiheit einzutreten. Als Antwort darauf müssen wir uns im Geist der Freundschaft und Zusammenarbeit allen Partnern in der Zivilgesellschaft, darunter auch Menschen anderer Religionen, zuwenden, die die Menschenrechte zu verteidigen und die Rechtsstaatlichkeit zu stärken suchen. Abschnitt 26. Gerechter Friede und Bewahrung der Schöpfung. Gott machte alle Dinge gut und vertraute der Menschheit die Verantwortung an, für die Bewahrung der Schöpfung Sorge zu tragen, heißt es im ersten Buch Moses 2, Kapitel 4-9. Die Ausbeutung der Natur und der Missbrauch der endlichen Ressourcen offenbaren ein Muster von Gewalt, das oft einigen Menschen Vorteile auf Kosten der großen Mehrheit bringt. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung seufzt und sich sehnt, befreit zu werden, nicht zuletzt von dem missbräuchlichen Handeln der Menschen. Römer 8, 22. Als gläubige Menschen bekennen wir unsere Mitschuld an dem Schaden, den wir der Schöpfung und allen Lebewesen durch unser Tun und unser Unterlassen zugefügt haben. Die Vision vom gerechten Frieden reicht über die Wiederherstellung gerechter Beziehungen in der Gemeinschaft hinaus. Sie verpflichtet die Menschen auch, sich um die Erde als unser Zuhause zu kümmern. Wir müssen auf Gottes Verheißung vertrauen und danach streben, dass alle Menschen angemessen und gerecht an den Ressourcen der Erde teilhaben können. Abschnitt 27. Aufbau von Kulturen des Friedens. Wir haben uns verpflichtet, Kulturen des Friedens in Zusammenarbeit mit Menschen anderer religiöser Traditionen, Überzeugungen und Weltanschauungen aufzubauen. In diesem Sinne versuchen wir, dem Gebot des Evangeliums zu folgen, unsere Nächsten zu lieben, Gewalt abzulehnen und nach Gerechtigkeit für Arme, Entrechtete und Unterdrückte zu streben. Matthäus 5, 1-12 und Lukas 4, Vers 18. Die kollektive Bemühung stützt sich auf die Gaben von Männern und Frauen, Jung und Alt, Führungskräften und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Wir bestätigen und würdigen die Gaben von Frauen beim Aufbau des Friedens. Wir erkennen die besondere Rolle religiöser Führungspersönlichkeiten, ihren Einfluss in der Gesellschaft, die potenziell befreiende Macht religiöser Weisheit und Einsicht für die Förderung von Frieden und Menschenwürde an. Gleichzeitig beklagen wir Stationen, in denen religiöse Führungskräfte ihre Macht für eigennützige Zwecke missbrauchen oder in denen kulturelle und religiöse Verhaltensmuster zu Gewalt und Unterdrückung beitragen. Wir sind besonders besorgt über aggressive Rhetorik und Lehre, die unter dem Deckmantel der Religion verbreitet und durch die Macht der Medien verstärkt werden.
Während wir in tiefer Demut anerkennen, dass es in der Vergangenheit und Gegenwart eine christliche Mitschuld an der Entstehung von Vorurteilen und anderen hassschürenden Haltungen gegeben hat, verpflichten wir uns, Gemeinschaften der Versöhnung, Annahme und Liebe aufzubauen. Und Kapitel 28, Friedenserziehung. Eine von der Vision des Friedens inspirierte Erziehung ist mehr als nur Unterricht in den Strategien der Friedensarbeit. Es ist eine zutiefst spirituelle Charakterbildung, die Familie, Kirche und Gesellschaft einbezieht. Friedenserziehung zielt darauf, den Geist des Friedens zu wecken und zu nähren, die Achtung der Menschenrechte zu verinnerlichen, Alternativen zu Gewalt zu entwickeln und anzunehmen. Friedenserziehung fördert aktive Gewaltlosigkeit, der eine unvergleichliche Macht zur Veränderung innewohnt und die in verschiedenen Traditionen und Kulturen praktiziert und geschätzt wird. Charakter- und Gewissensbildung rüstet Menschen aus, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Und es folgt das Video Nummer 5, gemeinsam den gerechten Frieden suchen.